Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim neuen Let's Play. Dieses Mal spielen wir Evoland und ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich das mal mit Facecam, einfach nur um meine Facecam auszuprobieren. Und ich hoffe, das funktioniert. Also wenn ihr das hier jetzt sehen könnt und hören könnt, dann, naja, habe ich es ausprobiert mit Facecam. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen das Spiel jetzt mal an. Das Spiel ist ziemlich cool, es erzählt eigentlich die Geschichte des Spielens. Und ja, bin gespannt. Habe ich mal die Demo gespielt und war total begeistert von dem Ganzen. Weil es irgendwie, ich finde es einfach cool zu sehen, allein wie jemand, der damit aufgewachsen ist, mit den kleinen Pixeln und dann 3D und alles, ist einfach geil. So, freigeschaltet, rechte Taste. Nice. Cool, also da unten sehen wir, was alles freigeschaltet wurde. Also zuerst war es ja so, dass wir nur rechts gehen konnten bei allen Spielen. Das war ziemlich zart, vor allem bei Mario. Du hast so, oh scheiße, da hinten war noch ein Block, den ich, oh, darf ich scheiße sagen? Egal, Käse. Da hinten war noch ein Block, den ich irgendwie hätte öffnen sollen oder benutzen sollen. Yes, 2D-Bewegung, wuhu! Und dann ist man dran vorbeigelaufen und dann musste man das ganze blöde Level nochmal machen. Also bin ich schon sehr froh, dass man irgendwann nach links auch gehen konnte. Juhu. Einfacher Bildlauf. Yes. Wohin möchten wir gehen? Juhu. Also ich finde das Spiel wirklich cool, weil es halt aufzeigt so ein bisschen die Story, die wie das Gaming eigentlich sich entwickelt hat. Soundeffekt. Oh Gott, wir haben Soundeffekte. Yes. Oh mein Gott, ich höre mich trappeln. Okay, cool. Glatter Bildlauf. Oh, es ist super, Leute. Ich finde es einfach cool, weil mich das irgendwie voll in meine Kindheit zurückversetzt. So, ach, wir hatten Spiele, wo man nichts konnte, außer genau das. Und es hat mich damals trotzdem glücklich gemacht. Macht's noch immer. Es hat mich damals trotzdem glücklich gemacht und jetzt auch. Und das ist ein Wahnsinn. Da ist noch eine. Ah! Nein, da kommen wir nicht hin. Käse. Oh, ein Schwert! Oh mein Gott! Ich habe ein Schwert! Wir können diese Monster jetzt niedermetzeln. So, wie können wir das Schwert benutzen? Ah, yes! Hey, cool. Können wir das? Yes, wir können den Busch... Ah, wir werden alle Büsche niedermetzeln. Ja! Yeah. Ich spiele jetzt halt nur mit einer Hand, weil irgendwie ist da das Mikrofon und ich komme nicht hin. Naja, egal. Oh ne, Monster. Wah. Hihihi. Ah, nein! Das ist jetzt aber peinlich. Das ist wirklich peinlich, Leute. Gut. Es gibt ja nicht. Okay, das gibt's ja nicht. Okay, ich werde es versuchen, mit beiden Händen zu spielen. Warte jetzt kurz. Ja. Schieben wir das Mikrofon ein bisschen rüber. Jetzt kann ich mit beiden Händen spielen, was wirklich cool ist. So, die 2D-Bewegung, einfacher Bildlauf, hatten wir auch schon. Oh, warte mal, da waren Büsche zum Zerschneiden, da werde ich jetzt einfach rübergehen, nachdem ich das Schwert bekommen habe. So, da haben wir den glatten Bildverlauf. Bildlauf, nicht Bildverlauf. Bildlauf, und jetzt bekommen wir unser Da-da-da-da! Schwert. Cool. Busch. Batsch. Weil ganz am Anfang, da waren doch Büsche. Da will ich schauen. Vielleicht ist da was. Da unten ist noch eine Schatz. Das ist komisch. Da unten ist noch eine Schatztruhe. Ha! Ich wusste es. Ein Stern. Fall. Yes. Ich bin so cool. Ist ja Wahnsinn. So. Ich wusste es. Wir müssten zurückgehen. Da sind noch Büsche. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Nett. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir haben es mal. Alles, was wir haben, ist gut. Gut, schauen wir mal. Ah, dieser Mauszeiger nervt da. So. Ah, Mist, jetzt kommen ja die Monster. Diesmal sterbe ich nicht. Hoffentlich. Ah! Das war knapp. Yeah.
jedes Spiel braucht epische Musik. Speicherpunkt. Yes! Cool. Ah ja, es gibt es gab ja Spiele. Gibt es heute noch immer. Wo es keine Speicherpunkte gab. Und das war... Zah. Okay. Noch eine Karte haben wir bekommen. Cool. Leute. Einfach dazu zu hören, diese 8-Bit-Musik ist... Ich liebe sie. Wunderbar. Wir haben Farben. Leute, wir haben Farben. Dieses Ding gefällt mir überhaupt nicht. Poke. Okay. Steine können wir anscheinend doch nicht irgendwie zerstören. Vielleicht kommt das noch. Muss ich schauen. Ah! Wow, das war knapp, Leute. Ich will nicht sterben. Nicht nochmal. Das wäre so richtig peinlich. Ja. Ah, das Spiel ist cool. Was ist das? Poke. Oh. Also für alle Leute, die Legend of Zelda früher gespielt haben, da ist man immer so mit dem Schwert. Poke. Ob sich die Wand anders anhört und ob da eine versteckte Wand ist oder nicht. Das war so... Oh, ich will wieder spielen. Okay, ich hab sie. Ich hab sie. Oh, Speicherpunkt. Nice. Ah. Okay, was ist das jetzt? Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Ebolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens des Drachengeld, deswegen muss schneller lesen, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleiden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde das bald ändern. Gott, das war schnell. Also zu verlieren ist das... Puh, naja, egal. Ja, ihr seid mitgekommen, oder ich nehme ich nicht. Ihr könnt ja zurückspulen, aber ich nicht. Das wäre Käse. Okay, so, schauen wir mal. Ist da noch was? Oh, noch ein Stern. Yay! Also, ich muss ehrlich sein, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja, oh ja, es gefällt mir super, aber... Poke. Cool. Okay. Kriegen wir irgendwann ein Schild? Ich habe Angst. Zeichenanzeige. Okay. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer gedacht. Okay. Da geht's nicht weiter. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Freie Bewegung. Ah! Haha. Cool. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nicht per Pixeln, sondern können da... Wenn da zwischendurch... Ich wusste es. Poke nichts an. Inventar, nice. Kriegen wir auch XP? Ah, das war eh. Okay, sehr cool. Na, da kommen wir doch nicht vorbei. Nee, wir speichern mal. Aha. Okay. Was ist das jetzt? Rundenbasierter Kampf, okay. Yes, ich habe einen Trank. Ich habe 3 von 30 Sternen und ich habe... Was ist das? Buch. Und 0 Gold. Okay. Egal, wir schaffen das. Ah! Okay, jetzt hat es mich wirklich gerissen.
Dusch, Kabums. Ah. Hilfe. Ich muss nachher die Musik irgendwie leiser machen. Ich werde gerade. So, kann man da. Nein, 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 nein. Ich will nicht zum Hauptmenü. Ich will das leiser machen. Geht das gar nicht? Na, okay, geht jetzt anscheinend nicht. Ich habe jetzt keinen Bock da zurück ins. Ich habe so Schiss, dass er noch ein Viech. Jetzt wollte ich Pokémon sagen. Ah! Schon wieder. Okay, Slime, yes! Nimm mich töten! Nimm mich töten! Ich bin ein Wanderer, wo ist das Klo? Ich suche nur das WC. Gliss. Okay, Gliss. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir. Muss. Ah, okay, jetzt sind wir wieder. Ortsname. Cool. Die Wiese. Ihr seid jetzt auf der Wiese. La, poke. Poke. Yes. Poke, poke, poke. Poke. Poke, poke, poke. Ah! Jetzt habe ich den gleich auch mitgepokt. Ah! Das nervt aber jetzt ordentlich. Na, jetzt können wir zumindest den Ton ein bisschen runterdrehen und die Musik. Passt. Man hätte ein neues Spiel. Nein, 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 nein. Gut. Ortsname, die Wiese. Ja, das hatten wir schon. Ah, poke, 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 poke. So, kriegen wir jetzt endlich ein doofes Schild? Ich will ein Schild. Yoshi will ein Schild. Ja, ich bin der Weiche. Obwohl, ich brauche kein Schild. In Spyro Knights habe ich es auch nie benutzt. Ich bin nicht so der Schildtyp. Ah, nein, nein. Nee, schon wieder. Ha. Kommst du jetzt poken? Lässt du dich poken? Dankeschön. Ich habe heute eine Ziege gestreichelt. Okay, das klingt jetzt echt doof. Ich habe heute eine Ziege gestreichelt und sie hat urgenossen. Ich habe sie drüber gekrault. Und sie so. Ich habe gedacht, oh, süß. Papunika. Warum ist die Musik in der Film immer so nervig? Ich glaube, wenn man die so oft hört, einfach. Ja, NSCs! Cool. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Nice. Fuck, sind die groß. Kinder gehören ins Bett. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkesgeist und frisst euch auf. Oh. Also, die haben eine Methode, mit Kindern umzugehen. Das ist ein Wahnsinn. Mit Kindern rede ich nicht. Ah. Wirklich so zickig. Das gibt's ja nicht. Oh, ein Kind! Erstens sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich böse den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Den Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel. Ich habe Angst, ihn zu holen. Jetzt geh, Mami. Okay, aber ich habe. Wieso habe ich kein Schwert mehr? Okay, wahrscheinlich in Dörfern hat man kein Schwert mehr. Ja. Häuser betreten. Yes. Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Yes, nice. Der wünscht sich jetzt noch erwachsen zu sein, aber glaub mir, so lustig ist nicht erwachsen zu sein. Noch eine Kiste. Okay, warmes Bett. Yay. Cool. Ja, heilen wir uns mal. Kann ja nicht schaden. Ja, warum nicht? Spiegelspeicher. Hui. Oh, das erinnert mich so an früher. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Sorry, Leute, meine Kopfhörer rutschen gerade runter. Ich finde die Musik aber gar nicht so schlimm. Mit diesem Dorf. Es ist halt wirklich. Die wiederholt sich die ganze Zeit. Also diese Dorfmusik.
Ah, ja, da oben war noch ein Dorf. Im Brunnen. Ja, vorsichtig dort. Geheimer Ort, yes. Ah, jetzt haben wir das Schwert. Ja, passt. Ohne Schwert gehe ich da nicht rein. Die Karte Wurm. Ah, Leute, das ist das, was man da in der Mitte sieht. Das sind Karten. Das meinen sie mit Karten. Ich dachte Landschaftskarten. Okay, das sind Sammelkarten. Wir haben eine Nuss gefunden. Wollen wir ihn essen? Will ich erwachsen werden? Okay, ich werde erwachsen, dann kann ich zumindest mit den anderen Erwachsenen reden. Wir sind gewachsen. Cool. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Und dafür haben wir jetzt einen Samen gegessen für diese Information. Und Leute, für diese Informationen wurden wir jetzt erwachsen, welch Wunder. Talk. Nice. Ah, cool, ich kann Sachen untersuchen. Cool. Kann man nur... Okay. Ich habe einen Trank gefunden, ist cool. Finde ich cool. Was ist das? In der Höhle gibt es Silberstatuen. Oh Gott. Wir müssen unsere Ausrüstung aufbessern, weil ich habe nur ein Schwert. Nicht einmal jetzt. Warum drücke ich immer wieder auf Schwerttaste, wenn da kein Schwert ist? Gut. Was ist mit dem? Willkommen. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Passt. Kiste. Ladeninhaber. Yes! Shopping. Kaufen. Phoenix da. Kupferrüstung. Klingt doch gut. Verteidigung ist erhöht. Wollen wir auch noch ein Langschwert kaufen? Oh. Okay, was war. Nein, ich verkaufe keinen Trank. Danke. Nein. Okay, dann haben wir entweder das Kurzschwert. Macht nichts. Oder ich schau. Gut, ich untersuche jetzt nochmal die Häuser. Das war zu. Okay. Ich untersuche jetzt nochmal die Häuser, weil ich brauche Gold oder Gils. Cool, das Kind redet noch immer mit uns. Also Kinder reden anscheinend mit Erwachsenen, Erwachsene bleiben dann immer stillstehen. Von wegen, ich rede nicht mit Kindern. Wobei Kids immer die coolsten Ideen haben. Oder die dümmsten, je nachdem. Aber... Okay. Ich weiß nicht, ob mich die Musik jetzt nervt, weil sie vorher gesagt haben, dass die Musik mich nerven wird. Oder weil sie mich wirklich nervt. Okay, passt. Lässt du mich jetzt durch? Was? Gibt's ja nicht. Und wie soll ich... Achso, okay. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder auf diese große Karte und kämpfe ein bisschen. Können wir dann Level Up oder gibt's noch kein Level Up? Nee, ich habe noch keine XP bekommen. Das heißt... Okay. Okay, ich habe noch keine XP bekommen. Das heißt... Wups. Das heißt, ich werde auch nicht aufleveln können. Batsch. Nice. Das ist wie ein Pokémon, wenn du immer nur... Wenn du einfach nur zur nächsten Stadt wirst, dann kommen tausende Viecher auf dich zu. So ein Käse. Okay, da gibt es anscheinend nichts mehr. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, ob ich da irgendwie Geld bekomme. Bam.
Vielleicht gibt es ja irgendwas noch, was ich noch nicht entdeckt habe. Nee, echt jetzt? Das nervt mich jetzt aber schon. Naja. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu spielen. Mir schon. Ich werde jetzt weiterspielen. Natürlich als Let's Play. Aber dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.